Hallo und herzlich willkommen hier auf der Zocker-Oase. Wir spielen wieder eine Runde Demolish and Build und ja, in der letzten Folge haben wir das zweite Backsteinhaus hier fertiggestellt. Damit generieren wir noch mehr Einnahmen. Und wir müssen einmal gucken, unser Ranking sinkt schon wieder. Hier ist schon wieder irgendwas, was repariert werden muss. So, das Ziegelsteinhaus, das erste, ist schon Mitarbeiter dabei. Der braucht noch 5 Minuten in Gold Valley. Ist auch einer dabei, ja. Dauert eben noch ein bisschen. Wir haben nur noch knapp 10.000 Dollar. Also brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Da hätten wir jetzt die alte Brücke. Ja, mehr haben wir nicht. Also nehmen wir die mal an. Alte Brücke. Hatten wir die nicht schon mal? Weil wir haben den Ort ja schon erkundet. Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Wahrscheinlich wird die Brücke hier gleich hingespawnt. Ja, da brauchen wir dann den... Ja, das können wir mal mit einem großen Kran machen. Wenn das denn überhaupt geht. Erstmal schnappen wir uns den Auftrag. So, akzeptieren. Und ja, in der Tat ist jetzt hier die Brücke hingespawnt. Schade, die Mission, die wir jetzt schon mal hatten. So, machen wir mal Rockradio an. Stellen wir den Kran schon mal hier hin. Wir müssen ja erstmal den ersten Auftrag erledigen. Metall schneiden. Das geht mit der Kappsäge. Ja, das hatten wir schon mal. Dann machen wir jetzt hier nur das Minimum, was wir brauchen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Das wird ja sonst nachher zu langweilig, wenn man immer und immer wieder das Gleiche macht. Wir wollen ja alles vom Spiel kennenlernen. Also würde ich mal sagen, wir haben jetzt auch gute Einnahmen, die wir immer haben. Wir machen nur noch das Minimum. Also in dem Fall jetzt 11 Stahlträger, auch wenn hier mehr sind. Zumal wir hier keinen Bonus bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sollen ja eigentlich mit dem Bagger abreißen. Jetzt gehen wir mal mit dem Kran hier ran. Mal sehen, ob das funktioniert. Weil es geht ein bisschen schneller. Ja, geht auch. Zumindest mal etwas Neues. Geht auch ein bisschen schneller als mit Presslufthammer. So, wenn wir ein bisschen weiter vorfahren, sonst erwischen wir hier nicht alles.
Oh, wir können schon gleich im Ranking aufsteigen. Ziegelsteinhaus ist repariert. Unser Ranking steigt. Wir haben nur noch ja, knapp 40 Punkte. Vielleicht haben wir gleich das nächste Ranking erreicht. So, ein bisschen zurück. Langsamer, damit er hier mehr erwischt. So, vier Teile noch und dann lassen wir das mal. So, gut. Machen wir jetzt mal nur noch halbe Sachen. Wie gesagt, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. $4.700, jawoll. Wollen wir mal nicht hoffen, dass hier die Missionen sich jetzt schon anfangen jetzt zu wiederholen hier. Dann wird es also höchste Zeit, dass wir im Ranking steigen. 20 Punkte nur noch. Das heißt, die Grundstücke sind jetzt alle soweit fertig. Hier in Dorfenberg ist alles grün, obwohl wir hier noch ein paar haben. Ja, Gold Valley auch. Sehr schön. Was macht die Mine? 9 von 10. Da können wir ja schon mal einen Arbeiter zuweisen. So, Jobs. Ah, in Gold Valley gibt es auch mal wieder Jobs. Okay. Ein alter Saloon. Aber die Belohnung da natürlich deutlich geringer. Dorfenberg. Da haben wir jetzt die alte Kirche. Oh. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt. Also, würde ich mal sagen, wir haben noch eine Mission mit Schrott. Ja genau, machen wir mal eine Schrottmission. Ja, hier ist sogar was. Hier ist sogar was. Ja, ein Auto hier. Dann lassen wir uns den Pickup hier mal hinliefern. Dann schlachten wir das Auto hier mal aus. Stoßstange können wir hier abbauen. Alter, Hulk-mäßig. Kaum die Stoßstange abgerissen, hebt das ganze Auto ab hier.
So, 60%. Jetzt haben wir schon durch ein Auto fast 100% hier. So, machen wir das Dach schon mal lose, damit wir hier mit dem Kran. Obwohl wir das auch noch nie ausprobiert haben, das könnten wir ja mal ausprobieren. Da schätze ich mal, da müssen wir bestimmt mit einem LKW. Ja, das können wir ja gleich mal ausprobieren, genau. Jetzt gucken wir erstmal. Also, hier ist noch ein. So, dann fahren wir da mal hin. Wir machen den Pickup voll. Wir können ja eine Tonne. Eine Tonne laden. Das heißt, zwei Teile könnten wir noch. Oh, wir sind im Ranking gestiegen. Oh, was ist denn jetzt los hier? Wie geht das denn? Hey, eine Fahrt auf zwei Rädern hier. Oh, wie ist das denn jetzt passiert? Hier war doch gar kein Hindernis. So, nehmen wir erstmal den Anruf entgegen. Ja, das Rating ist gestiegen. Wir können nun eine Niederlassung in Ambertown eröffnen. Ja, neues Ranking, neue Stadt. Aber jetzt kommen wir ja gar nicht weiter. So, durchdrehende Reifen. So, jetzt können wir hoffen, dass der sich jetzt langsam senkt hier. Gut, ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass wir hier querfeld einfahren. So, was denn jetzt hier los? Einmal rückwärts, hallo. Jetzt können wir den Wagen ja auch nicht zurücksetzen oder so, weil ja jetzt hier Materialien drin sind. Oh, Glück gehabt. Eieiei. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Und jetzt sprudelt das Geld hier, eine Einnahme hier nach der anderen. So, 200 Meter. So, mal um die Ecke rum hier. Dann sollten wir schon gleich da sein. So, hier sollen wir jetzt querfeld einfahren. Mal sehen, ob wir hier mit dem Pickup hier da hochkommen, wo wir hin wollen. Uiuiuiui. Ey, wo geht's denn hier lang, ey? Ah, hier steht ein Auto. Wir hatten hier sein Auto entsorgt. Dann nehmen wir mal zwei Türen mit. Wir haben ja die Segel hier gerade in der Hand. So, 100%. Auf zum Händler. So, der war, glaube ich, hier auf der anderen Seite. Da. Dann fahren wir da mal hin. Ja, wo kommen wir jetzt hier am besten raus? Ah, hier ist die Burg. Ah, gut, man kann auch von hier ist es nicht ganz so steil. Also für nächstes Mal hier in der Nähe vom Parkplatz hier. Ja, Ranking C, das ist doch hervorragend. Das geht wieder weiter. Da bin ich schon mal gespannt drauf,
neue Stadt, wie die Map aussieht und ob es da wieder neue Maschinen gibt. Und was da so für Missionen auf uns wartet. Ob die noch größer werden, die Gebäude. Oder wie auch immer. Da bin ich jetzt schon mal gespannt drauf. Boah, uiuiui. Tankstelle. Ne, tanken müssen wir nicht. Wir müssen nur unsere ganzen Fahrzeuge mal auftanken. So, da sind wir schon. Schrotthändler. Eine ganze Tonne Schrott für doppelten Preis. Das lohnt doch. Ja, 6.000 Dollar wieder. Vielen Dank. Und der hat wohl gleich wieder eine neue Mission. Kriegen wir gleich wieder den doppelten Preis. Nehmen wir auch schon mal an. Die Mission läuft ja nicht weg. So, Grundstücke. Mal kurz gucken. Ja, hier läuft alles. Wunderbar. In Dorfenberg können wir natürlich auch noch Gebiete, hier Erholungsgebiete noch und eine Braunkohlemine. Das machen wir dann ein bisschen später. Ich würde mal sagen, Embertown. Fahren wir jetzt zumindest einmal hin. Wir gucken uns das einmal an. Mal gucken, wie das da so aussieht. Und ja, bin schon mal gespannt drauf. Embertown. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Jo, und da sind wir. Und was sehen wir hier? Es schneit. Eine Schneelandschaft hier in Embertown. Hui. Gehen wir erstmal hier zum Parkplatz. Lassen uns den Pickup liefern. Oh. Wieder da hinten hingestellt. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die Map einmal an hier. Zoomen wir mal ganz raus. So, kleines Stadtgebiet hier. Viele, viele Parkplätze. Oh, ein bisschen kleiner die Stadt. Hier nur ein kleines Stadtzentrum. Ansonsten hier nur eine Landstraße, die hier so einmal einen großen Bogen macht. Und hier hinten haben wir Werkzeugladen und Maschinenladen. Beides nebeneinander. Ja, wir fahren mal zum Büro oder zum neuen Büro. Oh, wunderschöne. Oh, es ist gerade mal 14 Uhr. Und dann ist es hier schon so dunkel und wunderschönes Lichtspiel hinten. Schön orange, rot, farbig hier alles. Freue ich mich schon drauf hier auf die neue Map. Die anderen kennen wir ja mittlerweile schon in- und auswendig. Und auch die Mission. Irgendwann wiederholt sich das alles, das ist klar. Aber bisher ist es eigentlich nie langweilig geworden. Und mal sehen, was sich die Entwickler hier für diese Stadt einfallen lassen haben. So, was ist hier los? Ah, hier ist der Schrotthändler. Der hat auch schon eine Mission hier. Kriegen wir gleich wieder einen doppelten Preis wahrscheinlich. Ja, wir brauchen Schrott, doppelter Preis. Jawohl, nehmen wir gleich an. Damit können wir auch Schrott sammeln in Embertown.
Ja, hier ist der Zugang hier zu unserem neuen Büro. Mal gucken, was wir hier alles machen müssen, um das freizuschalten. $8.000. Das wird auch immer teurer hier, die Sachen. Aber dafür kriegen wir 300 Punkte. Und wir brauchen für die nächste Stufe 3.200. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Steigt aber noch. Tja, dann kaufen wir mal. Geld haben wir. Wir brauchen keine Materialien. Wir brauchen den Presslufthammer und die Kappsäge. Ein Eis mit Presslufthammer zerstören und Zäune zerschneiden. Eis, also richtige Winterlandschaft. So, wir müssen einmal Zäune zerschneiden. 9 Stück. Das sind auch immer die gleichen. Von daher braucht man den Arbeitersinn gar nicht. So, das sind jetzt die 4. So, dann geht's hier noch weiter. So, 7. 2 Stück noch. So, irgendwo müssen noch ein paar Zäune sein. Gehen wir mal auf unser neues Grundstück spazieren. Ah, hier hinten. So, und jetzt mit dem Presslufthammer. Nee, nicht das Schweißgerät. Eis zerstören. So, jetzt müssen wir natürlich wissen, welches Eis. Da machen wir einmal den Arbeitersinn. Ach, die großen Brocken. Okay. Riesige Eisklötze hier. Ei. Boah, ganz schön hartnäckig hier. So, das sollte, glaube ich, reichen. Das verschwindet. Genau. Die auch. Jawohl. Ja, die riesigen Eisklunker hier. Ja, das ist doch schon mal eine nette Idee hier. So eine Map mit dem tiefsten Winter hier. Jawoll. Oh, hier ist noch ein dicker Klotz. Jawohl. So. Und dann war, glaube ich, hier hinten noch einer. Hatte ich schon gesehen. Ja. Wir brauchen aber nur noch 5 Stück. Dann soll es das hier gewesen sein. So, Aufgabe erledigt. Machen wir das nochmal schnell zu Ende. Ist ja jetzt eine Premiere hier mit Schnee und Eis. Ja, damit haben wir das Grundstück erschlossen und unser Büro hier in der neuen Stadt schon eingerichtet. Und damit können wir in der neuen Stadt jetzt Aufträge annehmen und da bin ich schon mal gespannt, was hier alles auf uns wartet. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.